könnten theoretisch auch noch Scharfschützen sein. Ja, vergessen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier welche sind. Tarnfeld aktiviert. Ja genau, ich folge auch jetzt gleich nicht der Straße, aber geht diesen Weg da oben nach. Der ist nämlich etwas sicherer. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Sie nähern sich einer Radarstation der KVA. Finden Sie ein Terminal und greifen Sie auf Ihr taktisches Netzwerk zu. Maximale Panzerung. Maximales Tempo. Maximale Panzerung. Danke für die Muni. Irgendein Drecksack über. Die sieht man immer. Tarnfeld aktiviert. Nee, wackelt mir zu stark. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Huch. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Stärke. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Mensch. Wäre voll aufgeladen gewesen, dann hätte er richtig viel Schaden gemacht. Achtung, wir haben jetzt die exakten Koordinaten. Ihr Kontakt wird im Schulgebäude festgehalten. Checken Sie Ihr Navi. Sie haben irgendwas auf dem Monitor. Wie es aussieht, nähert sich uns eine Flotte. Es muss die Kavallerie sein. Die ganze Flotte nur für uns? Das kann Ihnen egal sein. Konzentrieren Sie sich auf die Befreiung der Geisel. Raketenwerfer.
Obwohl, macht ja sowieso Krach. Da ruckelt es schon ein bisschen, was etwas nervig ist. Wenn die Zapfsäulen der Tankstelle hochgehen würden, das wäre doch was, ha? Oh, oh, oh. Profit. Ich kann die von dir aus gar nicht sehen. Feld aktiviert. Maximale Stärke, maximale Panzerung. Oh, oh. Maximale Stärke. So, ich würde sagen, ich nehme noch den Außenposten ein und dann mache ich erstmal eine Aufnahmepause. Ich habe zwar noch nicht so lange gespielt, aber ja. Ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob das auch alles super jetzt geklappt hat. Ich habe es ein bisschen vorher getestet, aber kann ja immer noch was dazwischen gekommen sein, ne? Impressive, glaube ich. Ganz schön was kaputt gemacht. Nein! Das war komplett wasted, ey. Nein! Wenn die Zapfsäulen der Tankstelle hochgehen würden, das wäre doch was, hä? Maximales Tempo. Hier ist Psycho. Ich rücke jetzt hinter das Dorf vor. Ich gebe dir Feuerschutz. So. Speichern. Versuchen wir es mal ein bisschen professioneller. Ha! Klappt doch. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Feld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert.
Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Echt dominant. Aktiviert. Energie kritisch. Ich hab doch. Okay, ganz ehrlich, wie viel Schuss hält der denn bitte schön aus? Maximale Panzerung. Das ist echt auch, wenn du nur auf den Kopf zählt, ne? Die Rüstung ist einfach viel zu krass. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Oh, das ist ein. Ja, das ist ein Koreaner, ne? Tarnfeld aktiviert. Na, ich pass drauf. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Bevor ich jetzt da hinten in die Schule reingehe, säubere ich noch die anderen Bereiche. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert.
Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Energie auf den Tisch. Tarnfeld aktiviert. Crawford, ich bin im Rathaus. Scheint das Hauptquartier der KVA zu sein. Hier sind Pläne einer Forschungseinrichtung. Das muss unsere Ausgrabungsstätte sein. Effektiv ausgeschaltet. Effektiv. Oh, ich bin very impressed. Tarnfeld aktiviert. Ich weiß, ob wir jetzt hier noch eine Menge an Raketenwerfern. Kann ich vielleicht gleich noch gebrauchen. Tarnfeld aktiviert. Nomad, sichere das Gebäude. Ich komme! Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Warum haben Sie die Anlage verlassen? Der Dschungel kann sehr gefährlich sein. Wir haben kein Recht, uns hier festzuhalten. Ihr Projekt untersteht... Wer kann doch... General Chung wird entscheiden... Chung ist verrückt. Sagen Sie mir, warum interessiert sich die CIA für Rosendahls Entdeckung? Die CIA? Abwein, wir sind ein ziviles Forschungsteam, das im Auftrag Ihrer Regierung hier ist. Ich gebe Ihnen Deckung, Boss. Prophet, wir haben einen der Archäologen lokalisiert. Keine Panik, Schätzchen. Was ist passiert? Ich bin okay. Das ist nicht mein Blut. Badowski, irgendwas hat ihn zerfetzt. Wir dachten, niemand würde uns retten. Wo waren Sie denn so lange? Ihr Boot war ziemlich schwer zu finden, Lady. Unser Boot? Das ist hinüber. Ich habe Langley vor einer Woche informiert. Als niemand kam, wollten wir zum Hafen, aber irgendwas will nicht, dass wir hier sind. Irgendetwas da draußen tötet Menschen. Wo ist der Rest Ihres Teams? Badowski ist tot. Die anderen sind noch an der Ausgrabungsstätte. Östlich vom Helipad, über den Wasserfällen. Helfen Sie ihnen. Sie haben keine Ahnung, was Sie gefunden haben. Können Sie uns hinbringen, Schätzchen?
Sorry, Schätzchen. Aber ich gehe nicht zurück. Ich bin froh, dass ich noch am Leben bin. Aha. Hören Sie. Wir haben Rosendahl überwacht. Er hat im Dschungel eine Statue freigelegt. Nur, das ist keine Statue. Sie hat begonnen, ein Signal zu senden. Es hat uns zu einem Komplex im Berg geführt. Rosendahl hält ihn für den Beweis einer untergegangenen Zivilisation. Wir sind nicht so sicher. Ich glaube, wir haben es aufgeweckt. Sie haben vermutlich nicht viel Zeit. Holen Sie Rosendahls Team da raus und sichern Sie diese Insel. Egal, was für ein Ding das ist, die Koreaner dürfen es nicht bekommen. Ich störe ja nur ungern, aber sie kriegen Besuch. Eine Panzereinheit nähert sich ihrer Position. Verschwinden Sie schnell. Kümmer du dich um die Panzer, Nomad. Ich bringe Matahari an einen sicheren Exfiltrationspunkt. Okay. Ich nehme die leichte Aufgabe. Verdammte Panzereinheit zerstören. Wenn es weiter nichts ist. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Naja. La 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 la. Tarnfeld aktiviert. Ich brauche eine Presse, wenn ich die Geisel wegschaffen kann. Das ist geil an diesen Raketen. Du kannst auch direkt danach noch eine Salve schießen. Also die ganze Zeit bam, 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 bam. Viel. Hauptsache Musik setzt sich aus, gerade eben voll episch. Treffe ich den Panzer ein paar Mal. Maximales Tempo. Nicht mehr so episch. Okay, alles klar. Wir verschwinden jetzt von hier. Nomad, rücken Sie zum Treffpunkt vor. Roger. Roger, Roger. Maximales Tempo. Maximale Panzerung. Tarnfeld aktiviert. Maximale Panzerung. Au. Maximale Stärke. So, ich habe da hinten noch einen Raketenwerfer gesehen, ne? Den nehme ich schon mal noch mit. Haha, schön zerlegt, ne? Boah, das war mal ein fetter Panzer. Ne, jetzt nicht mehr. So, also, ne? Hab jetzt ein bisschen Background-Story gesehen, also gehört. Also, antike Statue. Also, man, der eine glaubt, dass dieser Rosenthal. Der glaubt, das ist antiker Ursprung. Weil die sind sich nicht so sicher und glauben, dass es vielleicht außerirdisch ist. Das. Und man kann sagen, es ist außerirdisch. Es ist außerirdischen Ursprungs, aber uralt. Und naja, jetzt haben die es aktiviert. Problems nur hier, ne? Dann will man nur irgendwie so ein Forschungsteam retten und schon muss man gegen Aliens kämpfen. Maximale Stärke. Und die haben schon zwei von uns umgebracht. Und wir haben. Unterwegs zum Exfiltrationspunkt. Verstanden, Psycho. Melden Sie sich, wenn sie in Sicherheit ist. Perfekt, perfekt. Naja, eine Geisel haben wir schon mal gerettet. Von der anderen wissen wir, dass sie tot sind. Dass sie tot ist, dieser Bedarfsky. Und der Rest, ne, der ist schön noch in Gefahr. So viel zur Background-Story. Nomad, ich habe einen vom Forschungsteam lokalisiert. Ich schicke Ihnen meine Koordinaten. Kommen Sie her. Ja, ja. Erstmal planschen.
Das ist doch schön, weißt du? Ups. Scheiß auf Action. Kannst du doch schön entspannen. Ein Bad nehmen. Scheiß auf die Mission. Scheiß auf die Aliens. Ach, herrlich. Okay, aber würde ich auch sagen, dann war es das für diese Aufnahmesession. Mal sehen, wie viel ich nutzen kann, wie viel ich nutzen werde. Und verabschiede mich dann noch schön. Bis zum nächsten Mal. Ciao.